Und das dritte dann hier, das hoffentlich auch irgendwie zum Bahnhof zählt, zum kommenden. Da werde ich ganz wild da runterfahren. So. Okay, das kostet jetzt zwar alles gerade ein bisschen sinnlos viel Geld, aber ich möchte einfach vorbereitet sein. So, jetzt habe ich irgendwas durchgeklickt. So. Okay, mal schauen, ob das hinhaut. Ah, ja gut, ohne Bahnhof da unten natürlich nicht. So, werden wir da mal Fisch raufliefern. Ja, perfekt. Aber nicht mit dem Ten-Wheeler, sondern... Wenn das ein bisschen günstiger ist in der Wartung, bleibe ich mal bei der American für den Moment. Okay, also Olympia wechselt dann hoffentlich auch nach und nach zur Stadt heran. Okay, und die haben eine Konservenfabrik, die werden wir auch gleich einkassieren. Da wird der Fisch verarbeitet. Ich hoffe mal, in der Nahrungsmittelfabrik schätze ich mal das Getreide. Und das können wir dann auch liefern nach Portland. So, Portland wächst und wächst. So, jetzt mal ein bisschen langsamer wieder. Seattle wächst dann hoffentlich auch bald. Nachfrage in Seattle nach Nahrung. Okay, dann lieber... Lieber im Moment die Nahrung nach Seattle liefern, damit die auch ein bisschen wächst. So. Warten bis voll beladen. Okay. Und American im Moment noch. So. Okay, okay, okay. Das läuft mal. Hier, Salem ist gewachsen. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Holzverluste, naja, nützt nichts. Das heißt, wir könnten jetzt hier eigentlich zumindest retour mit ein bisschen Post und Passagieren fahren. Ja, gut. So, jetzt langsam mal wieder und kurz mal Überblick verschaffen. So, ja, da sind wir dran. Ich hoffe, das geht sich noch aus. Das steigt. Zeitungsverlag im Bose. Okay, Seattle ist in Arbeit. Bose, wo war das jetzt nochmal? Irgendwo da. Da, okay. Nice. Über Jordan Valley. Das heißt, die brauchen... einen Zeitungsverlag. Und das muss ich 40 Wagen lang Papier hinliefern. Okay. Okay. Okay, okay, okay. Holz gibt's hier. Also könnten wir Holz theoretisch liefern nach Lewiston. Genau, die hätten. Ah, die haben eine Möbelfabrik, das ist nichts. Ah, wo liefern wir denn das Holz hin, um draus Papier zu machen? Nach Missoula. Es wird noch ein bisschen kompliziert, aber das müssen wir Moses Lake möglichst gleich mal angehen, sonst läuft uns die Aufgabe davon. Bend. Nach Bend liefere ich auch mal Holz. Okay, ich fahre jetzt mal hier weiter von Salem nach Bend. Muss hier eine Brücke sein, schaut irgendwie nicht hübsch aus. Ich möchte hier keine Brücke haben, so. Nach Bend, beziehungsweise mal schon durch Jordan Valley, ja gut, ein Stückchen hinten raus. Hier einen Bahnhof und hier Holz herliefern mal. Wenn denn genug Geld da ist. So. Okay. Okay. Jetzt mal einen Pool. So, das heißt, die bekommen jetzt Holz in ihre Möbelfabrik, die wir auch kaufen werden. Sobald das Geld da ist. Okay, wie schaut es denn aus? Portland hat jetzt nach wie vor Industriewaren, die wir aber, glaube ich, noch nicht anbringen können irgendwo.
Nein, noch nicht. Okay. So, Cape Bend. Weiter nach Jordan Valley. Wir bräuchten das Erz. Okay. Trifft sich auch gut. Ah, vorher die Müllfabrik kaufen. Dann sind wir eh schon in der Nähe von Bose. Da fahre ich dann irgendwie so hinten rum, schätze ich, und da muss ich mal was überlegen. Okay. Irgendwie so. Ja, das wird schon passen. Soll ich da gleich noch warten, bis ich das... Ach, passt schon. So. Ah, Geld aus, gut. So, hier läuft hoffentlich alles halbwegs. Fahren die Züge noch voll? Jawohl. Jawohl, jawohl. Okay, nicht vergessen. Bahnhof, so. Ah, kein Geld, gut. Jetzt Bahnhof, so. Und hier auch. Na, jetzt aber. Und hier das Erz herliefern von der Zeche. Jawohl. Ja, trifft sich alles ganz gut. Hier überall. Oh, und Öl würden sie auch brauchen. Wow, die haben mal pure Raffinerie, Stahlfabrik, Nahrungsmittelfabrik. Nicht schlecht für so eine kleine Stadt. Ja. Dann in dem Fall kein Thema. Ja, ich schaffe das irgendwie da durch beides zu fahren. Ich hoffe mal. Geht zu wenig Geld, kommt dann gleich. Dann starten wir jetzt erstmal mit dem Öl. Okay, so. Okay. Nicht vergessen, dann hier auch gleich die Raffinerie zu kaufen. Die wäre jetzt noch billig. Na, dann müssen wir halt irgendwann schauen, wie wir die ganzen Industriegüter loswerden, die wir fast überall produzieren. Das wird auch nochmal ganz schön viel Geld bringen. Einfach, wie gesagt, nicht vergessen. So. Bin ich da jetzt schon drin? Schaut so aus. Okay. Dann gibt es hier noch Erz. Haben wir nur mit 4. Dafür auch eine billigere Lokomotive. American. So. Ja, läuft ja nicht schlecht. Im Prinzip. Ich hoffe nur... Das haut noch hin. Zweiter Hoffnung zu Metropolen, weil Metropolen ist ganz nett groß. Und ja, so schnell wie möglich einfach nach Bose. Und da anfangen mit den 40 Ladungen Papier da hinfahren. So, Stadt, ja. Olympia ist noch nicht viel passiert. Ich denke mal, dass die hier auch weiter wachsen werden, je früher oder später. Die Passagieren auch hinfahren müssen. Hm. Wäre sicher nicht schlecht. Kann ich jetzt hier eigentlich noch ein fünftes machen? Das einfach mal. Hm. Bin mir nicht sicher. Mal schauen, wo immer das, wo immer den Zug hinsetzen, wenn ich jetzt einen mache. Ja, hier auf das Gleis. Okay, das ist dann nichts in dem Fall. Dann gibt es halt doch ausnahmsweise mal so eine Kreuzung. Hm, macht das Sinn? Irgendwie nicht, glaube ich. Oh, der fährt ja fast leer. So, auf das sollten wir auch mal schauen.
Der fährt jetzt von Seattle mehr oder weniger leer zurück. Wir werden ein bisschen zurückfahren hier. Okay. Ja, irgendwie passt mir das hier nicht. Weil der muss jetzt hier ewig auf... Ja, muss er gar nicht. Ja, wer weiß, vielleicht haut das ganz gut hin so. Auf jeden Fall kann der aber jetzt leer zurückfahren. So. Gut, gut. Oh, eine halbe Million schon wieder zusammen. Das heißt, investieren, investieren. So, wir haben ja Geschwindigkeitsrekord. Und zwar habe ich, glaube ich, hier vergessen, noch die Stahlfabrik zu kaufen. Das mache ich. Und ja, dann rauf nach Bose und mal das Problem überlegen. So. Da muss ich eine Papierfabrik bauen. Stadt zu klein. Das heißt, die muss jetzt vorher wachsen, damit ich hier überhaupt eine Papierfabrik bauen kann. Oha, oha. Oha, oha. Na ja, gut. Dann... mal ein bisschen anliefern. Ach, tja, ist gut. Also an der Zahl im Prinzip sieht man auch, habe ich glaube ich auch nicht gesagt, ja, wenn der Betrieb noch nicht angeschlossen ist, kann man gut an der Zahl abschätzen, wie viel der Betrieb liefert. Also hier jetzt 8 ist eine ganz respektable Menge. Vorher unten zum Beispiel hier die Zeche, die hatte ja nur 4. Das heißt, die produziert dann auch insgesamt nicht so viel. Da hier 11, da könnte man dann gleich mal mit dem zweiten Zug fahren, irgendwo da rüber. Wer wollte noch Öl? Saarland, dann würden die wachsen. Ja, machen wir auch gleich. Aber jetzt auf jeden Fall schauen, dass Bose, dass das hier mit Bose hinhaut, weil, ja, wir brauchen hier eindeutig den zusätzlichen Slot, sonst können wir keine Papierfabrik bauen. Also das ist jetzt wirklich ein Problem. Ich hoffe, die wachsen schnell, weil, ja, könnte echt problematisch werden. So, da gibt es noch einen Getreidehof. Den werde ich mich dann auch noch ranhängen. Und die Nahrungsmittelfabrik kaufen, nicht vergessen. Oh, verderbliche, ja, 50.000. Da schlage ich zu. So, Nahrungsmittelfabrik, die kaufe ich auch noch möglichst schnell. So. Ja, puh. Ist nicht ohne. Nicht ohne, sage ich mal. So. Jetzt hier traue ich mich das auch aus. Lass mal so machen. Mit einem Gleis, oder? Na, wäre natürlich nicht schlecht, hier Bend und Salem dann irgendwann mal zu verbinden. Ja gut, dann fahre ich mal zumindest bis davor. Und dann doch mit einem dritten, allerdings in dem Fall hier ausnahmsweise mal mit Kreuzung. Und das soll das Gleis sein, von wo ich Öl hier von vom Energieversorger von Bend her liefere. Oh, die Consolidation, das ist eine flotte Frachtlokomotive. Werden wir dann bald mal auch Lokomotiven tauschen, würde ich sagen. So, und da gibt es jetzt ausnahmsweise mal, würde ich sagen, wirklich, so mal schauen, 60 km/h gemäßig bergauf, eine Brücke, oder? Oh, schaut wild aus. Schaut wild aus. Vielleicht doch keine Brücke, sondern mit Kreuzung überfahren, oder? Ja, ist mir im Moment fast lieber. So. Jetzt die Consolidation schon drin, das passt. So. Okay, mal leer zurück für den Moment. Und die Raffinerie in dem Fall auch kaufen, das Kraftwerk, besser gesagt. So, Portland, ja. Portland, die nehmen inzwischen Industriewaren. Olympia ist gewachsen, sehr gut. Den verpassen wir dann einen größeren Bahnhof. Seattle sowieso schon längst dran. Seattle nimmt jetzt auch Industriewaren. Okay. Das heißt, es wäre jetzt endlich an der Zeit, mit den Industriewaren hier Geld zu machen. Und das ist jetzt der Punkt, wo ich versuchen werde. Das mag nicht so wie ich. So.
So.